Und dann kommt zu diesem kleinen neuen Video. Und jetzt zeige ich euch, wie ich meine Overlays gemacht habe, wie wir auch hier jeder und so weiter stehen haben. Geht eigentlich nicht mal so schwer. Aber auch nicht so einfach, ne? Ja, und zwar gehen wir jetzt mal auf den Link in der Beschreibung, auf den ersten am besten. Den habe ich nämlich euch verlinkt. Overlays finde ich für YouTube unter stereogink.net. Geht mal drauf. Free Streams, Graphics und Overlays für ja, YouTube. Und zwar haben wir hier dann Overlays Content Packs oder Panels. Am besten klickt ihr auf Complete Packs. Wählt dann hier ein aus. Also in dem Fall nehme ich jetzt hier, weil mir gefällt irgendwie davon, nehme ich hier den von Overwatch. Ich gebe zu, ich spiele zwar keine Overwatch, aber trotzdem. So. Und ich habe hier dieses Stream offline genommen. Ihr müsst das machen, ich nicht mehr. Und zwar klickt ihr einmal hier drauf mit der linken Maustaste, dass dieses sich öffnet. Und rechtsklick und auf Spiel speichern unter und dann einfach speichern. Ebenfalls das Ganze mit den Daten hier. Und dann sehen wir uns auch. Oh, fuck, sorry. Hier. Link dazu ist bei euch in der Beschreibung. Dann müsst ihr die Daten auswählen. Einmal linksklick, dann rechtsklick, dann Bild speichern unter. Ich habe das Ganze schon fertig gemacht. Und jetzt kann ich das Ganze gerne mal demonstrieren, wie das Ganze ausschaut. Ist nicht mal so schwer, wie gesagt. Und zwar klicke ich erstmal in meinen Hauptordner rein. Hier, zack. Und dann habe ich hier Overwatch Panel. Hier habe ich dann meine ganzen Sachen, die ich brauche, weil mehr brauche ich nicht. Wie Social Networks zum Beispiel. Sprich, das seht ihr links, also hier. Dann habe ich den Cam oder Text, sprich da, wo mein Textmoment drinnen ist. Dann, also sprich hier in dem Kasten. Dann haben wir den Text rechtsbündig, den Text linksbündig, also für links hier. Dann das Overlay, sprich das hier oben mit dem Namen drin. Und die Social Networks, die ist natürlich hier, wo meine Maus nicht ist. Und dazu haben wir dann natürlich noch hier das Offline-Screen. Den sehen wir jetzt in der Stadtkarte, also jetzt seht ihr den. Das ist aber nicht der Originale von Overwatch, nein, das ist ein anderer Text. Denn das ist nämlich der hier. Den von Overwatch könnte ich auch nehmen. Sprich, ich gehe auf Startcard. Ich demonstriere das mal unten hier. Ich gehe nämlich hier auf Startcard, zack. Klicke auf das Plus unten. Wähle dann aus Bild. Beziehungsweise, nein, ich gehe hier auf den Startbild Eigenschaften. Ich ändere mal kurz das Bild hier. Und zwar das ist das Overwatch. So, denke ich auf OK und hier zeigt an, aha, der Stream ist offline. Sprich, für YouTube zum Beispiel. Und wenn es dann losgeht, dann drücke ich hier einfach mal. Sorry, ich muss jetzt mal raus. So, wenn jetzt erstmal. Jetzt habe ich nichts, okay. Also, erstmal beginnt hier die. Erstmal schon die Startkarten, dass ich mir. Ach komm, wenn es losgeht, drücke ich erstmal die 2. Zack, und direkt beginnt auch schon das Game. Dann klicke ich auf die 3 rum und auf das Game. Erstmal muss ich wieder runter, sorry. Dann haben wir auch die Facecam dazu. Dann drücke ich auf die 4. Für die nur die Facecam. Und dann separat nochmal auf die Endcard drauf. Das ist jetzt die Endcard. Mit meinem Original-Logo dann. Und dann gehe ich wieder natürlich auf Desktop, sprich nochmal 2. Ja, hier haben wir jetzt verschiedene Bilder. Ja, Videos. Zack. So, und dann unten noch Powered By, am besten halt mit Werbung. Sprich, er möchte auch, dass wir Werbung machen für ihn. Also machen wir das auch. Und zwar machen wir das, indem wir ganz hoch gehen, hier wo das Bild ist, weil hier steht auch, es ist nicht notwendig, dass ihr einen Hinweis für die Herkunft gebt. Freuen würde ich mich trotzdem und erlaubt ist es selbstverständlich. Wenn ihr die Herkunft angeben wollt, benutzt diese Grafik, sprich, linksklick drauf, speichern unter und dann auswählen. Ich habe es also schon gemacht und werde jetzt auch ein Logo hier reinsetzen im Stream hier unten, von wem das ist. Und ich würde sagen, ja, falls ihr noch mal Fragen habt, wie gesagt, kommentieren. Und hier gibt es auch noch Offline-Grafiken, hier gibt es die Overlays und hier gibt es die Panels extra. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Video. Das war Jena mit dem Tutorial und ja, weil mich ein paar gefragt haben und ciao.